Für drei Clan-Truhen, für eine Super Magical Chest, für eine Turniertruhe, für zwei Riesentruhen, für eine Menge Goldtruhen, Kronentruhen, Free-Truhen, Silbertruhen, jede Truhe, die es gibt. Alright, Leute, willkommen zurück zu Clash Royale. Mal wieder ein schönes Pack-Opening. Da ich alleine ja nicht so viele Truhen aufmachen kann, mache ich immer wieder mal ab und zu mal Truhen auf von anderen Leuten. Scheißegal, wir haben eine Menge Gästen von Pokeguy. Das ist derselbe Kerl, der uns schon den Elektromagier geschenkt hat, beziehungsweise das Opening vom Elektromagier. Und er hat noch eine Menge Kisten geholt, wo er mir dann auch gesagt hat, hey Stan, wenn du schon die Herausforderungskiste aufgemacht hast, dann mach doch mal auch die Super Magical Chest auf, die Kronentruhe, die Magietruhe, die Clantruhe, alles ist dabei und wir machen unseren Appetithäppchen auf. Die Gratistruhe. Kaching, 86 Gold. Einmal Bombenturm, 11-mal Ritter. Gut, so viel zum Appetithäppchen. Wir gehen rüber zur Goldruhe. Hatte 2-mal, 4-mal Gold, 3-mal Sperrkobold. Ne, stimmt gar nicht. Ich habe gerade auf die Kartenanzahl geguckt. Booyah, 29-mal Kanal. Geht Richtung Level 10. So, 200-mal Gold, 1-mal Kanal. Diesmal dreht sich das um. 9-mal Barbaren, 24 Tesla und 4-mal Eisgolem. Das sind die Appetithäppchen. Wir gehen rüber zur Kronentruhe, das kann schon ein nices Ding werden, vielleicht, hoffentlich, vielleicht auch eine Legendary, das wäre so schön, das wäre so schön. Elite-Barbaren hat er noch gar nicht aufgelevelt, ich glaube, aber er wird. Die sind aktuell super stark, super nice. So, machen wir die großen Kisten auf. Holt euch Popcorn, wir genießen es. Große Kisten genieße ich immer. Die kleinen kriegt man oft. Die großen kriegt man super selten. Vor allen Dingen eine kostenlose, die er jetzt hat. Und weil man die super selten bekommt, genieße ich das immer. Und versuche ein bisschen zu reden und zu unterhalten. Und damit ihr happy seid, damit ich happy bin. Und wir machen direkt die nächste Karte auf. Und das ist der Bombenturm. Da wird keiner happy bei. 5-mal Rakete wird auch keiner happy bei. Was soll die Scheiße? 6-mal Valkyrie ist schon besser. 10-mal Magier, auch nicht schlecht. 87-mal Knall, ohne Scheiße, den kriegst du heute noch auf Level 10, wieder so weitermachen. Ne? Und es ist 2-mal Skelettarmee. Es fehlt noch eine epische, oder? Es fehlt noch eine epische. Es fehlt noch eine epische. Und 2-mal Klonzauber. Ist auch okay. Ist auch okay. Er hat noch sogar noch die Clantruhe offen gelassen. Ist das ein nicer Guy oder was? Hinterlasst schon mal Daumen hoch für Pokeguy. Wenn ihr mich nicht mögt, dann mögt wenigstens Pokeguy, dass er uns hier ein paar schöne, nice Kisten gegeben hat, wo wir Dinge aufmachen kann und 47-mal Tesla bekommen. Ohne Scheiß, den kriegen wir heute auf Level 10. Knall kriegen wir heute auf Level 10. Lass uns das machen für Pokeguy. Pokeguy ist ein nicer Guy. So, Megalakain geht. Oh mein Gott. Ein einziger Megalakain fehlt dir für Level 7. Ohne Scheiß, ich denke mal, dass du ein ziemlich guter Spieler bist. Du hast den Elektromagier freigeschaltet, 12 Wins. Das heißt, du bist ein guter Spieler. Das Einzige, was dir fehlt, ist halt der Level. Ich sehe, dass du viele Karten underlevelt hast. Dir fehlt das Gold, dir fehlen die Karten. Ich denke mal, wenn du auf die Level 10, Level 11 hast, würdest du locker bei 4000 Trophäen mitspielen können, so wie die meisten anderen auch. Aber wenn einem halt der Level fehlt, da kann man noch so gut sein. Es wird immer schwierig bleiben. So, nächste Karte ist der Bombenturm. Das macht auch keinen glücklich. Motherfucking, komm on, nächste Karte. 5-mal Klonzauber. Ich glaube, das Spiel will, dass du Klonzauber spielst. Kaching. Ist eine ganz nette Ausbeute. Megalakain ist super nice. Knall ist auch super nice. Der Rest verteilt sich so. Ganz schön viel Redestoff. Was haben wir hier noch? Die hast du gar nicht gekauft. Ich überlege gerade, ob ich ihm vielleicht eins davon spende. Bis mir das überlege, machen wir unsere kostenlose Super Magical Chest. Nice. Der hatte echt Geduld. Der hat 2 Wochen vorher oder so mir angeschrieben und sagte, ey, ich habe hier eine Kiste. Und der hatte Geduld. Das alleine finde ich schon lobenswert. Pokeguy, du bist ein nicer Guy. Habe ich schon gesagt. Weil ich brauche nun mal viel. Ich brauche Zeit, um sowas aufzunehmen. Und ich kann halt nicht jeden Tag mich hinsetzen und sowas aufzunehmen, weil manchmal muss ich halt meine eigene Pack-Openings aufmachen und die so schnell wie möglich fertig machen für den nächsten Tag und so weiter. Was erzähle ich hier eigentlich? Wir kriegen 2-mal Ballonen und 6-mal Gift. Die epischen gleich am Anfang. Habe ich es euch gesagt, den kriegen wir auf Level 10? Haben wir gesagt. Das Spiel wollte heute knallen und es knallt. Bei mir knallt es in der Hose, weil ich die Elektromagier-Challenge nicht hinkriege. Aber okay. Megalakain 130-mal... Haben wir genug gewöhnliche Karten bekommen, Leute? Haben wir genug gewöhnliche Karten bekommen? Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben genug epische und wir haben genug seltene bekommen. Haben wir genug seltene bekommen? Ich habe überhaupt nicht mitgezählt. Aber es könnte eine Legendary sein. Klatscht in die Hände und betet. Oder streckt die Flosse aus, die Community-Flosse. Und dann knallen wir... Warte, ich halte mal das hoch. Ich bin gerade hier am Aufladekabel. Scheiß aufs Aufladekabel. So, ich halte das hier jetzt mal hoch. Und gebe denn das Ding eine ordentliche Flosse. Platsch. Es ist der Friedhof.
Ich habe leider die Animation übersprungen, aber hey, wir kriegen den Friedhof als Legendary. Scheiße, wenn man so die Animation überspringt, weil man irgendwie mit seiner dummen Flosse das Ding aufmachen will. Sieht das irgendwie uncool aus, oder? Aber yes! Legendary für Pokéguy. Nicht nur kriegt er den Elektromagier, nein, er kriegt auch den scheiß Friedhofzauber. Und einen neuen Friedhofzauber vor allen Dingen. Das ist ein super nices Ding. Das ist eine Menge Kiste, nur für einen einzigen Typen. Daumen hoch an Pokéguy. Ich gucke noch, was ich an Chest-Openings finde. Dann mache ich eine riesengroße Folge mit Chest-Openings und Kisten. Ach ja, ich habe ja noch überlegt, ob ich dem was spendiere, oder? Komm, mach mir noch die Riesentruhe auf, dann hat er noch was. So, gönnen wir ihm noch die Riesentruhe. Habe ich jetzt ihm einfach mal 5 Euro gespendet. Dafür, dass er mir die anderen Kisten gegönnt hat. Ist das kleinlich? Ein bisschen, oder? Ich hätte auch vielleicht die teurere Kiste nehmen können. Und wir kriegen 30 mal Koboldhütte. Egal, aber der kriegt eine Menge Gems dadurch noch. Und nein, das werde ich nicht bei jedem machen. Versucht es erst gar nicht. Versucht es erst gar nicht. Das war jetzt einfach eine nette Geste, weil er mir so viele Kisten gegeben hat und ich ja sowieso schon dabei bin. Wir springen rüber zur zweiten Person namens John Cena. Auch der hat mir geschrieben, hat eine Menge Kisten angesammelt. Ohne Scheiß, es wird wahrscheinlich das größte Pack-Opening, was ich gemacht habe. Vielleicht sogar auf YouTube. Also nicht anhand der tausenden Super Magical Chests, aber an den unterschiedlichen Mengen Kisten, die wir hier haben. Wir haben wieder schon mal eine Clan-Truhe, die wir aufmachen können. Wir haben eine Riesentruhe, wir haben eine Kronentruhe. Der hat gesagt, wir sollen die Magical Chests hier aufmachen. Und dann haben wir auch noch eine schöne Turnierkiste mit fast, keine Ahnung wie vielen Karten, aber vielen. Lasst euch überraschen. Von daher, das wird ein super nice Ding. Lasst uns das Appetit-Hältchen hier drauf machen. Und das ist mal die Goldruhe. Wir kriegen ein bisschen Gold. Bogenschützen gehen Richtung Level 11. 11 mal Bomber, 17 mal Elite-Barbies. Auch nicht schlecht. 3 mal den coolen Magier. Der ist eigentlich nicht cool, der ist sexy. Der coole Magier ist der Eismagier, weil der Eis ist. Ne? Und deswegen ist er cool. Und der ist heiß. Das ist der heiße Magier. Und der eine ist der coole Magier. So rum. Ist auch scheißegal, wie rum. Ne? Aber egal, wir genießen es einfach mal. So viele Pack-Openings muss man einfach genießen. Wir kriegen 3-mal Kanone, 12-mal Elite-Barbies, 19-mal Ritter und 4-mal Feuerball. Ich glaube, ich habe wirklich von jeder Kiste wieder eine, ne? Ich habe vor kurzem schon ein Video rausgebracht, wo ich von jeder Kiste eine aufmache. Egal, komm, Kronentruhe, jetzt kriegen wir eine Legendary. Wie viele Legendaries haben wir denn schon? Eine, wir hatten den Friedhof, Elite-Barbies nochmal, 3-mal Musketiere, 59-mal blonde Barbies. Das sind die ganz normalen Barbies und eine epische. Nice, ist nicht schlecht. Ist zwar jetzt nicht die beste, Riesenskelett, aber hey, jeder epische hilft. Jeder epische bringt uns einen Schritt näher. Gehen wir über zu der Riesentruhe. Das ist die Riesentruhe, die wir jetzt hier aufmachen. Wir haben Gold. Ach, den... Oh, wir kriegen jetzt schon eine epische und fast Level 5. Das ist nice. Level 5 ist ein nicer, kannst du echt mit, was mitmachen. 30 mal Ice Yeti. Ich glaube, so lange haben die Leute vermutet, dass ein Ice Yeti in Clash of Clans oder Clash Royale reinkommt. Und dann kam der Ice Golem mehr oder weniger rein. Und Hand hoch, wer dabei an Frankie aus... Nee, Frankie, nicht Frank, Frankie. An Frankie aus One Piece denken muss, wenn er den hier sieht. Der sieht 1:1 aus wie Frankie aus One Piece. Ohne Scheiß. Und deswegen machen wir die nächste Super-Karte auf. Und das ist die Elite-Barbies. Oh, das ist schön. Das ist schön. Die sind krass OP aktuell. Gehen wir rüber zu der Clan-Truhe. Natürlich gehen wir rüber zu der Clan-Truhe. 520 Karten. 9 Stück sind drin. Und das ist einfach nice. Weil unterschiedliche Karten hast du einfach verteilt. Du kriegst vielleicht hast eine größere Chance, die besseren Karten zu kriegen. Und wir kriegen 11-mal Bombenturm. Genau solche Karten meine ich. Das sind die Karten, die wir haben wollen, die jeder haben will. Die ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob er damit spielt. Ich spiele damit auf jeden Fall nicht. Musketiere schon. Er geht Richtung Level 8. Ist nice. 91 mal Pfeile. Ist eine gute Karte. Gibt aber viele gute Alternativen wie Feuerball, Holzstab, Sepp und so weiter. Nichts mehr. Und wir gehen weiter über 17 mal in den heißen Magier. Nicht den coolen Magier, den heißen Magier. 266 mal kein nices Ding. Das sind so viele Karten, ey. Ich wünschte, ich könnte jeden Tag eine Klantruhe aufmachen. Ihr auch? Ich will... Ohne Scheiß, jede Woche eine Clan-Truhe, das wäre so nice. Aber leider kriegt man die nur alle 2 Wochen. Und die nächste Karte ist eine epische. Schade, keine legendäre. Aber wir haben auch bisher keine einzige epische bekommen. Deswegen hatte ich nicht so große Hoffnung, nicht so wie bei meinen alle Truhen-Öffnungsvideo. 5-mal dunkler Prinz Kring. Was auch immer Kring für einen Sound sein soll, denkt euch irgendwas dabei. Wir gehen rüber zu der schönen, saftigen Turnierkiste. Guckt euch das an. 16 unterschiedliche Karten. Ich habe euch jetzt nicht gesagt, wie groß die Kiste ist. Deswegen freut euch einfach drauf auf eine große, verdammte Kiste. Da sind richtig nice Karten drin. Viele Karten vor allen Dingen. Schon alleine 14.000 Gold ist doch ein nice Ding, oder? Aber ich mag diese Zahl. 16. 16 unterschiedliche Karten von jedem etwas. Für jede Karte kannst du Glück haben, dass du eine Menge kriegst. Und nicht, dass du irgendwie 500 Mal X-Bogen kriegst. Wir springen einfach rüber zur nächsten. Kriegen schon unsere erste epische 1-mal dunkler Prinz. Nice Ding. 12-mal Megalakaien. Ist okay.
100 Meilen, keine Horde, Richtung Level 12, auch schon so langsam Richtung Level 13, ne? Ist jetzt nicht viel, 89 Karten Richtung Level 13, aber hey, die gewöhnlichen Karten wird man bald auf Level 13 haben. Ich denke mal, es wird auch nicht lange dauern, bis Supercell Level 14 einführt, ohne Scheiß, weil es ist, wir erreichen jetzt einen Punkt, wo viele Free-to-Player oder bisschen Pay-to-Winner, sag ich mal, also die, die nicht krass viel ausgegeben haben, aber hin und wieder immer mal, wir kommen jetzt an einen Punkt an, wo die Leute halt wirklich bald Level 13 Karten haben werden. Viele meiner Karten sind jetzt schon Level 12. Einige Karten sind schon unterwegs auf Level 13. Und ich sag mal, in ein paar Monaten, so 3-4 Monaten, werden wahrscheinlich Level 13 Karten bei vielen schon eine Standardkarte sein. Also es wird nichts mehr super krass Besonderes sein. Und dann wird Supercell wahrscheinlich Level 14 einführen. So, ist in der Geschichtsorke 112 mal Bogenschützen und 24 mal brennender Ofen. Der ist auch heiß. Nicht so cool wie der Eismagier, aber heiß wie der heiße Magier. Eisgolem 25 mal, 190 mal Pfeile. Ja, 214 mal Kanone. Oh, es wird immer besser, oder? Guckt euch einfach an, wie viele Karten wir bekommen. Mit jeder Karte kommen so viel eine Menge rein. Wir haben jetzt schon 200 mal Lakaien, 100 mal Pfeile, 100 mal den, 200 den, 200 mal Kanone, 100 mal Yeti und jetzt kriegen wir noch 32 mal Musketiere. Geht Richtung Level 8. 280 Minenwerfer. Ihr könnt euch ausrechnen, das ist eine verdammt große Kiste. Ich weiß nicht, wie groß das Turnier war. 10.000 Gems oder so von der nices Ding, was er hier aufgemacht hat. Beziehungsweise, was ich jetzt aufmache, was er gespielt hat, was er bekommen hat. Ist ein nices Ding. Von daher, wir machen weiter. 300 mal Knall. Ist das der heiße Shit oder was? 4 mal Klonzauber. Wenn hier keine Legendäre drin ist, dann weiß ich ehrlich gesagt nichts. Dann gebe ich dieses Spiel auf, wenn hier keine legendäre Karte drin ist. 59 mal Rakete, geht Richtung Level 8. Noch eine epische 5 mal Gift. Und oh Mann. Was meint ihr, Leute? Wird es eine legendäre sein? Bei so einer fetten Truhe, wo so viele Karten drin sind, so viele unterschiedliche epische, so viele seltene, so viele gewöhnliche, muss doch einfach eine legendäre sein. Schenkt John Cena euer Glück. Schenkt John Cena euer Glück, damit er seine Legendary bekommt für diese schöne, nice Kiste, die er uns geschenkt hat, damit ich die im Video einbauen kann. Und ihr dürft jetzt draufdrücken. Oh, wo ist mein Ständer? Das fanden im letzten Video so viele lustig. Ich hab einen stinknormalen Tablet-Ständer, ne? Und darauf wollte ich mein Ding aufstellen, aber viele dachten, der hat Ständer gesagt. Ja, ist aber manchmal lustig. Was, wo ist er jetzt? Ich will noch nicht die Augen aufmachen. So, eingerastet. Okay. Ich habe keine Ahnung, welche Legendary er will, deswegen freuen wir uns einfach über jede einzelne Legendary. Hauptsache, es ist eine Legendary und es ist... Ja. Nein, wie verdammt ärgerlich. Oh mein Gott, 600 mal verdammter Tesla, aber keine Legendary. In dieser krassen Kiste keine Legendary, das ist doch Wahnsinn. Wie geht das? Das muss doch schon fast garantiert sein. Da waren 2000 Karten drin, jetzt kommt die Auflösung. 2000, das war eine 2000 hier, Turnierkiste mit 10.000 Gems. 2000 Karten, Turnierkiste, so ist richtig. Wir hatten über 16 unterschiedliche Karten drin, eine Menge unterschiedliche Karten drin. Wir hatten gewöhnliche, seltene. Hier kommt jetzt die Auflistung, guckt euch das an, was alles drin war. Und da war keine Legendary garantiert. Es tut mir so leid für dich, John Cena. Es tut mir ehrlich so leid. Ich hätte gerne hier so eine Legendary gezogen. Nicht nur eine, vielleicht 5 Legendaries auf einmal. Das wäre doch ganz nice, oder? Das gibt's doch nicht. Das ist eine der größten Kisten, die man haben kann. Oder ist es vielleicht sogar die größte? Ich bin gerade ein bisschen angepisst und auch ein bisschen verbittert. Das war so eine geile Kiste. So viele nice Karten drin, aber keine Legendary. Ich bin gerade echt ein bisschen baff, dass Supercell hier in so einer Kiste keine garantierte Legendary einbaut. Viele von euch wissen das wahrscheinlich noch nicht, aber es gab größere Kisten. Es gab mal Kisten mit 100.000 Gems. Die gibt es nicht mehr. Schade eigentlich drum, weil wenn man damals eine Kiste hatte mit 100.000 Gems gewonnen hatte, was waren da drin? 11.000 Karten. 11.000 Karten waren drin. Wenn man das damals gewonnen hat und ein Video darüber gemacht hat, hat man echt ein krass geiles Video gehabt. Mit der größten Kiste, die es jemals gab, mit einer Kiste, die es nicht mehr gibt. Aber in dieser fetten Kiste war keine Legendary drin. Er ist doch gut dabei bei der Elektromagier-Herausforderung. Ich wünsche dir Glück, John Cena. Wünscht ihm auch mal Glück. Schreibt runter in die Kommentare mein Beileid oder so. So, und er hat gesagt, wir können noch eine Magietruhe aufmachen. Kommt, Leute, betet. Betet Legendary in der Magietruhe. Betet für Legendary in dieser Magietruhe. Ah, Königsriese. 62 mal Eisgeist. 21 mal Megalakaien. 4 mal Wächter.
Du hast super viele Karten bekommen. Sei nicht traurig, dass es keine Legendary ist. Du hast aber trotzdem eine Menge Fortschritt gemacht mit einer Menge Karten, die es gibt. Ich bin ein bisschen traurig darum. Oh, wir können auch eine Silbertruhe aufmachen. Ha! Ich sag doch, das wird ein fettes Backopening. 11-mal Knall. Wir springen zur dritten Person und das ist mein eigener zweiter Account. Der zweite Account, den ich ab und zu mal benutze, um Videos zu machen und zu pushen. Level 7 bei 2400. Das ist aktuell sogar, glaube ich, mein neuer Rekord, ne? Aber da kommen noch andere Videos. Aber auf jeden Fall hat er auch schöne Truhen. Eine Magietruhe, eine Goldtruhe und die schöne Clantruhe. Die dritte Clantruhe in diesem Video, Leute. Das wird aber echt ohne Scheiß das größte Pack-Opening, was es gibt. Appetithäppchen, wie immer, gewohnt. Machen wir mal ein bisschen Gold, Eisgeist, Elite-Barbies, rutschen ein bisschen hoch und dreimal den Grabstein. Okay, keine Legendary, aber hier. Hier kriegen wir die Legendary. Oder bitte game, bitte game, bitte game, bitte game, bitte game. 13-mal knallt, es knallt in der Hose, Feuergeister rollen über das Feld, Elite-Barbies kommen wieder dazu, 6-mal Eisgolem, 13-mal Elixierpumpe, holy shit, und 3-mal Blitz. Du hast nur kurz geruckelt, ich dachte, das Game würde gerade irgendwie total episch werden, aber nein. Ich habe leider keine einzige epische dazwischen bekommen. Ohne Scheiße, es wird ein großes Video. Ein großes Video. Ich muss mal die Karten zusammenzählen. Wir hatten 2000 Karten, wir hatten die Clan-Truhen, dreimal Clan-Truhen, das sind 1500 Karten. Plus Super Magical Chest, nochmal 700 Karten, mehrere Magietruhen, mehrere Riesentruhen. Wir haben hier locker über 6000 Karten oder so. Und deswegen machen wir jetzt noch zum Schluss die Clan-Truhe auf. 25-mal Tesla, 7-mal Musketieren, Bowler freigeschaltet. Okay, 100-mal Skelette. Eisgeist 140-mal, 176-mal. Legendary. Fucking Legendary. Oh mein Gott, oder? Es gibt's nicht. Das gibt's nicht. Nee, das wird keine Legendary. Ich habe mir in letzter Zeit schon so viel Hoffnung gemacht auf Legendary, weil ich irgendwie gedacht habe, die Karten, die man zusammenzählt, das würde da ungefähr passen. Und, aber, nein. Nein! Es fehlten noch seltene Karten. Das gibt's doch nicht. Ah, natürlich ist es keine Legendary. Ja, habe ich so gesagt. Es wird keine Legendary. Aber holy shit, die dritte Clan-Truhe war auch mal wieder super nice. Der zweite Account hat zwar schon sein Ice Wizard, aber könnte ein bisschen mehr sein, oder? Und wisst ihr was, Leute? Ich level die Hexe hoch. Ich level die Hexe hoch und rutsche damit auf Level 8. Mir haben 30 Erfahrungspunkte gefehlt, aber ohne Scheiß. Das ermöglicht mir einfach so viel mehr Decks zu spielen. Ich konnte unterschiedliche Decks spielen, weil ich habe jetzt mehr als genug Erfahrungspunkte zu pushen. Und vor allen Dingen kann ich jetzt auch Herausforderungen und Turniere spielen. Aber das war mal das fetteste Pack-Opening, was ich habe. Über 5000 Karten. Ich habe nicht mitgezählt, aber locker 5000. Oder vielleicht auch gerade mal so 5000. Kleinigkeiten, Details, scheiß drauf. Hinterlass mir einen Daumen hoch für 3 Clan-Truhen, für eine Super Magical Chest, für eine Turniertruhe, für 2 Riesentruhen, für eine Menge Goldtruhen, Kronentruhen, Free-Truhen, Silbertruhen, jede Truhe, die es gibt. Puh, das waren viele Truhen. Okay, hinterlass mir einen Daumen hoch. Hier rechts findet ihr jetzt noch ein paar weitere Pack-Openings, die ihr vielleicht verpasst habt oder die so in letzter Zeit gelaufen sind. Ich habe in letzter Zeit viele Pack-Openings und ich hoffe, euch natürlich hat euch dieses gefallen. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt und gebt mehr Flosse. Flop.